Wir haben ja noch hier eine Aufgabe zu erledigen, wa? Wir müssen ja Wurm retten, ja. Viel Spaß dabei und so. Was auch immer, wa? Welcher dieser außergewöhnlichen Krieger ist der wahre Tommy? Lass mal warm werden jetzt, ja. So, Leute. Concentration und Attacke. Das hat doch der andere auch gemacht. Den Move. Da musst du kontern, indem du E drückst. Probieren das mal. Gibt's nicht. Bitte. Ich kann das nicht abwehren. Ich kann es nicht abwehren. Das ist doch nicht normal.
Yes. Ой, из меня нос выявился, я не могу. Thank you.
Ach, irgendwie ist das komisch, das Spiel. Ich kann es auch sagen, ja. Das, was ich mit meinem Papa früher geübt habe, im Spiel jetzt hier. Mit der Deckung, mit dem Schild die Deckung aufmachen und das Schwert rein. So, das mache ich die ganze Zeit. Ja, dann kommt er mit seinem komischen Move da. Kein Mensch klagen. Ja, nicht weiterzumachen. Weiche ich aus. So. Da kommt man normal, bitte. Zack, machst du da deinen Move? Ja, ich bin wieder weg. Zweifel noch an dem Mist hier. Das wird die Faxen wieder, ey, das Spiel. Ich weiß ja nicht, was die wollen von mir, das ist so nervig. Du bist der Held! Kau doch ab mit deiner komischen Scheiße da! Deine komischen Superattacken hier! Ich hab auch diese Superattacken, ich kämpfe auch einfach nur. Ah, das ist so sinnlos. Da könnte ich gleich aufhören hier.
weiß nicht, was ich drücken soll. Ich kann es nicht aushalten. Es ist einfach nur krank, das Spiel. Jetzt kommt das wieder. Ach, komm, Junge, ey. Wir wissen es langsam. Ich kann es nicht abwehren. Ich weiß nicht warum. Terror im Kopf. So sinnlos. Ich darf nicht den attackieren, der der Chef ist, sondern nur die da drumherum. Ja, der sagt ja auch, mich kriegst du nicht. So. Boah, Alter. Thank you.
Dann komm doch mal, stehst du wieder in deiner Ecke. Wir machen ernst. Jetzt muss ich wieder kommen hier. So, jetzt kommst du wieder mit deinem Mist hier. Nein! Nicht die Kacke! Ah, Mann! Warum der nicht rückwärts rollt? Ah, Mensch! Das kann doch nicht in seinem Ernst sein, Leute. Bitte wird er halb tot, dann brauche ich auch nicht weiter zu spielen. Ja, die haben ganz andere Viecher schon gekämpft, ja, die macht ja. Thank you.
aber langsam krieg ich's raus. Langsam krieg ich's raus, was ich zuzuschlagen habe bei dem Affen. Ich renne da immer wieder rein. Dann. Ja.
Nicht ausgetrickst. Na, sag. Jetzt hab ich ihn, den Sack. Jetzt hab ich ihn, den Sack. Oh, ist das euer Ernst, Leute. Immer unfair. Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Schnapp dich! Ich bin eh ein Schlachter, bin ich tot, Alter. Ich habe gegen so viele schwierige Gegner gekämpft. Da mache ich doch bei dir, Alter. Tränen nicht vergessen. Du hast so viele Menschen auf dem Gewissen. Richtige Strafe. Salut. Maschine, aber. Tötet ihn!
kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Das meine ich, eine Falle ist. Kannst kein Vertrauen bei sowas. Nicht mal deinem besten Freund. Ich sage, das ist eine Falle. Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien. Aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja, ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Nicht gut. Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Boudica, einst lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die deinigen. Boudica, dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen. Kommen die wieder? Das ist doch nicht euer Ernst. Ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz lenken. Sie könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein. Aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Und, so die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morgen sehen. Da kommen sie. Bereit halten! Bereit halten! Abfeuern!
Moment! Wähle deine Ziele aus, Marius. Abfeuern! Ich will dich auf die Schütze, Marius. Ich will ab!
Bastarde werden immer mehr. Wir müssen sie aufhalten. Feuer frei! Ich führe den Gegenangriff. Ich brauche jeden Nein, Mann. Ich führe den Angriff. Du schaffst es niemals zurück. Ich kann nicht den ganzen Rom dir überlassen, oder? Und ich muss gegen die kämpfen. Warte mal.